So, und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Und heute geht's um die Dredge. Ja, wir haben ja die letzten anderen Folgen ein bisschen mit uns, mit dem neuen Killer beschäftigt, Dead Alien, beziehungsweise Cinnamorph. Und ja, ich habe ja angekündigt, dass ich so ein paar Killer halt ein bisschen spielen werde. Und heute ist die Dredge dran. So. Erstmal zu grober Erklärung. Ja, das ist natürlich jetzt hier blöd. Ich habe hier einen Skin gekauft. Man möchte sie komplett sehen. So, zeigen Sie sich doch mal in der kompletten Pracht. Die sieht nämlich so aus. Ja, ganz hübsche Dredge. So, ich ziehe aber jetzt wieder das Outfit an. So finde ich es am besten. So. Ich würde es einfach so machen. Ich werde euch kurz die Erklärung nochmal machen, wie die Dredge funktioniert, die Perk-Kombination, die ich ausgesucht habe. Und dann starten wir mal zwei Rundchen, würde ich sagen. Also, erstmal zur groben Erklärung der Dredge. Nur dummerweise ist wieder der halbe Text wieder verschwunden. Man kennt's ja. Da muss ich jetzt mal ganz kurz hier irgendwie da reingehen. Nee, kann ich auch nicht. Ach, shit. Geht das denn hier? Geht hier auch nach. Wahrscheinlich, weil ich die gekauft habe oder so. Deswegen ist das jetzt nicht mehr verfügbar. Ja, dann müssen wir das jetzt so machen. Also, zur groben Erklärung. Ich mach's meinen eigenen Worten. Nachdem die das gestartet hat, das Match, hat sie einen kurz, hat die Dredge kurzen Cooldown. Beziehungsweise die Fähigkeit lädt sich dann auf. So, und dann kann sie sich, hat sie drei Token, also drei Zähler, sagen wir es mal so. Und die verbraucht sie, indem sie sich zu einem beliebigen Schrank teleportiert. Und genau, sie kann, die Dredge kann dementsprechend irgendeinen Schrank aussuchen, wo sie sich teleportieren kann. Genau. Und hat dann auch für den kurzen Zeit kein Terrorradius, aber die Survivor hören, wenn ich mich zum Beispiel in einen Schrank teleportiere, wenn die gerade in der Nähe sind. Die Survivor können allerdings die Schlösser davor machen, vor den ganzen Schließschränken, aber nur einmal pro Runde. Das bedeutet, jeder Schließschrank kann nur einmal verschlossen werden. Und wenn ich dann quasi mich in den Schrank teleportiere, habe ich dann brauche ich ein bisschen länger, um herauszukommen. Genau. Ich kann mich auch zurück teleportieren auf diese Position, wo ich vorhin gestanden habe, als ich die Fähigkeit aufgeladen habe. Das geht natürlich auch. Dann hat die Dredge noch eine Spezialfähigkeit und die heißt Nachteinbruch, wenn ich einen Survivor verletze oder halt mich immer dementsprechend teleportiere, lade ich das auf und wenn es vollgeladen ist, ist Nachteinbruch. Das heißt, die ganze Karte ist stockdunkel und stockschwarz. Ich habe keinen Zero-Radius mehr. Ich bin unentdeckbar quasi. Aber die Survivor sehen mich quasi so, haben so eine Umrandung von dem Charakter hier jetzt, sagen wir es mal so. Also sie sehen den Umriss der Dredge in einer bestimmten Reichweite und genau. Das ist sozusagen die Fähigkeit. Und jetzt habe ich mir mal dementsprechend Perkbit ausgesucht. Allerdings ist das ein bisschen anders. Ich werde bestimmt noch ein bisschen was ändern. Also ich finde, Barbecue und Chili ist sehr stark bei der Dredge, weil sie dementsprechend sehr schnell sich dahin teleportieren kann und dementsprechend dann halt die Survivor aufhalten kann. Dann habe ich überlegt, schlampiger Schlachter ist nützlich oder auch nicht. jetzt ist die Frage. Ich würde vielleicht Stromstoß rausnehmen und dann vielleicht irgendwas anderes mitnehmen. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet oder ehrlich gesagt gedacht, ich nehme von Legion mit. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Survivor in den Schränken gehen, weil ich mich quasi dorthin teleportiere. Das heißt, es macht wenig Sinn, dieses Talent mitzunehmen. Ich habe mir gedacht, eiserne Jungfrau. Aber das kann ich mir eher bei der Huntress vorstellen. Das ist übelst stark. Da würde ich eher bei der Dredge nicht einnehmen.
Da würde ich dann vielleicht noch was anderes mitnehmen. Ich hatte das gedacht, aber es bringt auch nicht sehr viel, finde ich. Ich finde, das bringt ja auch nicht relativ viel. Dann würde ich jetzt einfach mal irgendwas anderes mitnehmen, was vielleicht dann auch noch für die Drätsche ganz gut ist. Und wenn ich, weil ich muss, hab dich gerade so ein bisschen informiert, was ganz gut ist für die Drätsche. Aber jeder sieht das anders. Deswegen habe ich dementsprechend das so genommen, wie ich es dementsprechend haben möchte. Und ich möchte auf jeden Fall jetzt nochmal Stromschutz ganz kurz rausnehmen und dann vielleicht irgendwas anderes mitnehmen. Einfach nur, damit wir das dementsprechend ganz gut zeigen können. Das ist ja jetzt die Frage, ne? Was könnte man mitnehmen? Dann würde ich jetzt einfach, ja, das ist schwierig. Das ist extrem schwierig. Ich weiß jetzt gerade sehr wenig, was man mitnehmen könnte bei einer Drätsche. Sonst würde ich jetzt einfach noch brutale Stärke mitnehmen. Oder halt das. Das ist manchmal einigermaßen ganz situationsrelativ gut. Also Leute haben erbarmungslosen Sturm mitgenommen von der Onryo. Aber ein guter Survivor schafft diese Skillcheck, die dementsprechend kommen. Das heißt, für mich würde es vielleicht nicht so viel bringen. Ja, das ist schwierig. Ich lasse es einfach mit drin, glaube ich. Ich glaube, ich finde hier gerade aktuell nicht wirklich was, was ich gerade nützlich finden würde. Und wenn ihr irgendwie Ideen habt für die Drätsche, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, was für ein Perk ich am besten dementsprechend nehmen könnte. Weil das wäre ganz gut. Oder ich nehme Panikmacher mit. Dass die Survivor dementsprechend nicht sofort reagieren können, wo die ganzen anderen Survivor oder wo er gerade liegt oder so. Dann würde ich das eher mitnehmen. Komm, dann nehmen wir das mit. So, Addons habe ich jetzt auch nochmal mitgenommen. Einmal erhöht die Geschwindigkeit beim Teleportieren um 25%, wenn Nachteinbruch nicht aktiv ist. Wenn die Ausgangstore mit Strom versorgt werden, werden alle aktiven Schlösser sofort zerstört. Das ist natürlich übelst stark, finde ich. Also, wenn du es gut timen kannst und der Survivor macht dementsprechend sofort ein Schloss dahinter und du teleportierst dich so schnell da rein, so schnell kann er gar nicht reagieren. Dann habe ich nochmal verlängert die Dauer von Nachteinbruch um 20 Sekunden. Ist zwar nicht viel, aber ist zumindest etwas. So. Da würde ich jetzt einfach mal starten. Ich würde jetzt einfach mal starten. Und das Gute ist eigentlich, egal welche Karte wir es quasi haben oder haben werden, jede Karte ist sowieso gut für die Drätsche. Weil. Ja. Es gibt ja überall sozusagen Schließschränke, wo ich mich hin teleportieren kann. Also ist ja praktisch gesehen, egal welche Karte jetzt kommen würde, ist ja jetzt eigentlich egal. Worauf wollte ich denn noch eingehen? Ach so. Vielen Dank, dass du für den netten Kommentar. Und ich werde mich damit auf jeden Fall beschäftigen. Ich bin jetzt zwar nicht der absolute Favorit in Sachen Zenobit, aber ich kann es gerne einmal, denke ich, mal machen. Das ist nur gerade die Frage, da müsste ich mich jetzt quasi selber informieren, welche Perks am besten für den ist. Ne? Ich würde wahrscheinlich eher sagen, irgendwelche Chase, am besten Chase-Perks, die am besten ihm weiterhelfen, um schnell die Ziele zu erreichen. Er kann ja nur ganz normal durch die Karte laufen, es sei denn, er kann sich noch teleportieren, wenn jemand
den Würfel macht. Ist nicht so ganz mein Killer, aber das kann ich gerne mal machen. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, welchen Killer ich mal spielen soll, dann kann ich das gerne mal machen. Aber ich habe grundsätzlich eine Bitte. Ich spiele kein Michael und ich spiele hier keine Huntress, weil ich kann die einfach nicht spielen. Ich bin da nicht so der perfekte Spieler in Sachen Huntress und Michael. Ghostface wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Da habe ich schon ein bisschen mehr Erfahrung. Aber Michael und Ghostface, ja, Michael und die Huntress, so rum war jetzt nicht gerade perfekt. Bin ich jetzt nicht gerade wirklich der perfekte Spieler. Ich kann sie nicht wirklich spielen. Ne? Aber den Cinnobit kann ich auf jeden Fall einmal dann irgendwie dahinter, irgendwie dazwischen mal schieben, dass ich sage so oder wie auch immer. Ich muss sowieso noch mal gucken. Da kommt ja jetzt auch noch der Demogorgon und die Krankenschwester. Obwohl bei der Krankenschwester bin ich so ein bisschen raus. Es ist hier rein theoretisch egal, welche Karte wir kriegen, weil der Dretsche ist, ist sowieso alles geil. Naja, bis auf hier, da gibt es so viele Türen, die versperrt sind. So, wie schon gesagt, die Fähigkeit muss ich aufladen. Jetzt kann ich mich teleportieren. Und ich würde jetzt einfach sagen, da hinten hin. Ich denke, Barbecue-Chili ist einfach perfekt für ihn. Ich denke, da kommt er schnell von A bis nach B hin. So, Popcorn aus der Wiese habe ich auch nochmal mitgenommen, damit die Survivor nicht so schnell die Generatoren hier pushen. Ja, viel mehr kann der ja auch nicht. Außer sich teleportieren. Hast du gedacht, ich. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass er einfach random sagt, ich gehe über die Palette. Was ist denn hier jetzt los? Also der verwirrt mich hier so übelst, dass ich selber nicht mehr klarkomme. Sage ich ja, der erste Generator schon fertig. So, das zerstören. Und wenn ihr irgendwie bessere Perks für die Dredge habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. So. Ich spiele, wie gesagt, ganz normale Runde hier nicht mit Mori und so weiter. Das können wir vielleicht ein andermal machen. Mal alle Moris zeigen oder so. Das wäre auch geil. So, seht ihr? Barbecue und Chili, da unten ist einer. Das war leider zu tief. Das ist jetzt der Keller gewesen. Das war jetzt schlecht. Ja, da sollte man ein bisschen aufpassen, dass man nicht den falschen Schrank erwischt. Naja, wir haben ja Pop Ghost so Wiese. Wir können ihn jetzt hier aufhalten. Oder sie. Und die bleibt einfach mal da. Die macht den einfach mal weiter. Hi. Das ist aber jetzt die andere. Oder hat sie sich geheilt? Nee, die hat sich nicht geheilt. Das ist eine andere. Na, da war jetzt keine Palette mehr. Schlecht gelaufen. Und Wildpferd kommt um die Ecke. Aber das ist ein Träumchen. Wildpferd ist immer schön. Aber wir kriegen das schon. So, jetzt richtig teleportieren bitte und nicht der falsche Schrank. Ich glaube, da hat sie ein Dings davor gemacht. Ja, ganz genau. So, das ist jetzt Nachteinbruch. Okay, Palette Instant Wasten finde ich jetzt schwach. Weil man hätte das dementsprechend einsetzen. Ist sie jetzt runtergesprungen? Die ist einfach. Die springt einfach runter. Okay. Where is she? Wo ist sie hin? Ja, jetzt kann ich mich schneller teleportieren. Ja, das war der falsche Schrank. Damit wollte ich aber. Oh, Killerinstinkt. Hi. Ah, dann doch gar nicht mehr so schlecht, dass ich den Schrank genommen habe. Sonst hätte ich sie wahrscheinlich nicht gefunden. Mein Gott, die ballern da mal die Generatoren hier.
Also von der Killerseite sieht es immer ein bisschen anders aus. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, Barbecue-Schild. Er kommt sehr schnell dahin. Und kann die Survivor dementsprechend sehr schnell abfangen. Hi. Das war... Du bist dagegen gelaufen. Okay, der Tod. Nicht schlecht. Der Tod sieht man selten in dem Spiel. So, aber wir haben ihn. So, er hängt jetzt das zweite Mal. Dann gucken wir vielleicht mal, dass wir vielleicht mal die Mac irgendwie uns ergattern. Oder wir spielen nochmal mit einem anderen Killer. Ist ja kein Problem. Können wir auch machen. Okay, gut. Da ist der Generator angegangen. Aber Barbecue-Chili geht ja nicht bis der Reichweite. Die waren zu nah dran. Aber wir wissen grob im Sinne jetzt, wo einer ist. Und wir können abfangen. Wo auch immer der jetzt ist. Oh, wo auch immer das war. Ah, Fähigkeit ist noch nicht aufgeladen. Aber da ist jemand dran. Hab ich doch richtig geraten. Da war doch jemand. Mensch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die rennt da einfach hoch. Aber es ist nur... Der blöde Generator ist immer... Das ist immer der blödeste Generator hier auf der Karte. Weil... Ja, da kann nur einer dran sitzen, sonst einfach im Raum. Und wenn der Killer kommt, bist du... Ja. Hast du Arschkarte gezogen? Ach ja, die hat ja Wildpferd dabei. Wo haben wir einen Generator? Ach, Generator, sag ich schon. Ein Haken. So. Was sagt Barbecue und Chili? Da. Nicht schlecht, aber das machen wir schon. Alle drei sind sie hier. So. Das ist, glaube ich, relativ ganz gut. Aber wo ist denn die Mac? Die Mac ist irgendwie komplett hier versteckt hier. Die zeigt sich hier gar nicht mehr. Also hast du... Okay. Na, fällt da drauf rein? Nee. Er ist gut, dass er weiß. Oder auch doch nicht. Springt in meine Fresse rein. Ach, da ist die Mac. Nee, da ist die Mac. Ey, was denn jetzt? Wo? Das ist die Mac. Meine Güte, ihr verwirrt mich, aber... Ha! Man muss das situativ hier sehen. Das war ganz gut, dass er da reingerannt ist und er konnte nicht so schnell die Palette umschmeißen. Da kam er nicht so schnell dran. Und dann auch Nachteinbruch, dann ist es richtig krass. Oh mein Gott, wie habe ich das jetzt verkackt? Die gammelt zumindest nochmal hier rum. Das finde ich geil. Ach, shit. Jetzt schafft sie es aber nicht mehr. So, die möchte ich aber auch mal haben. Hier. Die ist auch mal dran. Hallo. Hallo. Dankeschön. Da ist ein Hack. So, wir müssen hoffen, dass da jetzt kein Generator angeht. Wir müssen schnell reagieren. Der andere heilt sich. Da. Da wird ein Generator gemacht. Okay. Aber wir haben einen Popper zu diesem. So, wo ist der Survivor hingelaufen? Der war ja rein theoretisch gesehen ja nicht gerade weit weg. Rein theoretisch gesehen. Hi. Kommt da um die Ecke gelaufen. Genau in meine Fresse rein. Finde ich gut. Was man auch noch machen kann, ist aber... Das war leider dein Fehler. Du bist jetzt ein bisschen... Hast jetzt dich ein bisschen unterschätzt hier. Mit meiner... Wo ich hergekommen bin. So, wir müssen dringend hier... Die machen da den Generator. Oder wollen zumindest den Generator machen. Dann komme ich mal und fange mal ab. Ja, das ist ein blöder Generator.
Gebe ich schon offen ehrlich zu. Das ist ein blöder Generator. Du kannst nichts machen. Wenn der Killer um die Ecke kommt, dann bist du. Ja, dann bist du weg vom Fenster. Mein Gott, die verstecken sich aber auch wie die Mäuschen hier. Okay. Halt. Nee, nee, nee. Ah, doch, guck, guck. Der. Ist doch gerade noch gehört. Ach, hier ist sie! Die gammelt hier am Schrank. Die gammelt vor dem Schrank und heilt sich. Ah. Okay. Wo ist hier ein Haken? Da. Ah, oh, shit. Naja. Aber wir können die vielleicht ein bisschen abfangen. Ist jetzt vielleicht nicht direkt hier um die Ecke gewesen, aber... Ah, nee, 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 nee. Das schafft sie nicht. Das schafft sie nicht. Aber sie können nur zum anderen Ausgang laufen. Als schlaue Survivorin würde ich es dann auch tun, ne? Oder der andere macht einfach den Ausgang auf und ja, shit happens. Oh, shit happens hier. Ah. Renn doch einfach raus, ihr geht mir auf die Nerven. Pisst euch. Das war eine gute Runde. Das war eine schlechte Runde. Och, shit, Mann. Jetzt habe ich die Aufgabe vergessen. Ich habe die Obsession töten müssen. Och, ich deppert. Naja, egal. So. Ja, und was jetzt? Hm. Nochmal eine Runde. Wir haben ja hier so viele Killer am Start, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen. Oder die Singularität. Das ist ja dieses hübsche Ding hier. Ja, das Alien haben wir schon genug gehabt, jetzt kommt mal was anderes. Oder wir spielen einfach nochmal. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Ach komm, heute ist nur die Dretsche drin. Ich würde aber vielleicht mal was anderes mitnehmen. Da würde ich jetzt vielleicht mal statt Panikmache, ach, Tüftler. Tüftler ist schwach. Also bringt gar nichts bei der Dretsche. Ich könnte mir Trifft deine Wahl vorstellen. Dass einfach das Survivor, der abhuckt, gefährdet ist für 60 Sekunden. Ich meine, ich gehe jetzt nicht gerade direkt zum Hook zurück, aber da wäre zumindest schon mal die Möglichkeit, den Retter da zumindest... Tödlicher Verfolger bringt auch nichts. Also es bringt nur am Anfang. Der Rest ist einfach schwach. Ich würde echt einfach Trifft deine Wahl mitnehmen. So, das Addon können wir aber jetzt nicht mehr mitnehmen, sonst ist es weg. Nachteinbruch ist zu Beginn der Prüfung aktiv. Nachteinbruch wird automatisch ausgelöst, wenn der letzte Generator repariert wurde. Jeder Überlebende, der mit einem Überrest in Berührung kommt, erleidet 15 Sekunden lang den Status Erschöpfung. Oh. Ja, der hat gar nicht mal so schlechte Addons dabei. Das finde ich, by the way, auch sehr stark. 12 Sekunden lang gefährdet. Boah, das ist auch krass. Komm, wir nehmen die beiden Addons mit. Das wird doch bestimmt übel stark werden hier. Das können wir leider nicht mehr mitnehmen. Obwohl eigentlich schon. Ah, vielleicht haben wir noch was anderes mit. Was haben wir denn noch? Können wir irgendwas Partyluft lang? Nein, habe ich nur eine. Mist. Ja, Kuchen ist jetzt für mich geeignet, nicht für alle. Dann nehme ich jetzt einfach mal das mit. Dann kriegen zumindest alle Blutpunkte. So, jetzt habe ich mal... Bin mal gespannt. Oh, das wäre eigentlich ziemlich stark, finde ich, glaube ich. Trifft deine Wahl. Barbecue und Chili, dann trifft deine Wahl. Popgurst und Wiesel und schlammiger Schlachter. Hm. Wäre dann, denke ich mal, gar nicht mal so schlimm. Oder so schlecht. Probieren wir einfach mal. Man muss also sowieso immer probieren, was gerade so
gut für einen ist. Ja, da würde ich vielleicht nächste Runde entweder schon in Zenobit machen oder eventuell die Singularität. Und dann arbeiten wir uns langsam nach oben hin. Denn ab und zu mal ein bisschen Survivor spielen, von der Survivor-Perspektive zu sehen, na, ist ja gar nicht mehr so schlecht. Aber aktuell lohnt sich gerade Killer mehr, deswegen spiel für Killer. Na komm, drücken Sie ready. Wir warten ganz ungeduldig. Den Skin finde ich, by the way, am schönsten bei der Dredschel. Die anderen Skins sind so ein bisschen kompliziert. Als würde man sich ein Puzzle angucken und die ganze Zeit hier überall die Puzzleteile suchen. Wenn man das eine nicht gefunden hat und oh. So. Mal hoffentlich kommt mal was. Oh, die wollen eine Truhe mehr haben. Wie schön. Ob das gut ist, ist die nächste Frage. Ah, der. Ach, Entschuldigung. Ich bin so ein bisschen müde. Ja, die Karte ist jetzt auch gut, aber wir sind jetzt nicht direkt wirklich Haken, sage ich schon, Schließschränke in der Nähe der Generatoren. Außer hier. Da, jetzt könnte ich mich teleportieren. Ich guck mal da ganz nach hinten. Mal gucken, was da so ist. Ach, guck mal, da sind die ja direkt. Sind die jetzt? Ne, 12 Sekunden. 12 Sekunden nach. Was war denn jetzt mit der los eigentlich? Kann mir das bitte einer mal erklären? Ach, die haben den Skillcheck verkackt und deswegen. Ach so. Willst du wirklich das machen? Ach so, du schmeißt jetzt schon die Palette runter. Ja, das war aber jetzt nicht ganz so schlau, ne? Das war ja richtig. Oh. Shit. Wildpferd. Und wo ist hier ein Haken? Natürlich hier gar keiner. Doch, da. Oh, Wildpferd, das auch noch, ey. Mensch. Oh, das ist bitter. Und ich komme direkt auf sie zu. Jetzt auch noch Wildpferd. Oh mein Gott, was haben die denn alles für... Ach, da ist ein Haken. Ich bin dran vorbeigelaufen. Oh, jetzt sehe ich quasi den anderen Survivor, der gerade einen Generator macht. Komm, ja, gehe ich mal zu dem. Was? What the f- Also ich bitte dich, du musst mich doch wenigstens gehört haben. Ich meine, ich hab ja für kurze Zeit zwar kein Terrorradius, aber das sind jetzt nur 5 Sekunden. Naja, eigentlich nur, sobald ich aus dem Schrank rauskomme, habe ich wieder Terrorradius. Wie kann sie mich nicht gehört haben? Jetzt mal ohne Witz. Oh, ihr seid echt kleine Popels. Du bist schon, also, ganz so clever bist du auch nicht, oder? Wieso geht man in einen Schrank, wenn der Killer schon die Fähigkeit hat? Das macht doch... Warte mal, was macht ihr da eigentlich? Können sie mal die Leute retten? Leute! Ich bitte euch, wenn ich nicht hinter euch... Warum klebst du mir an der Backe? Ich will die holen. Die hangen wenigstens noch nicht. Guck mal, ich tunnel ja wenigstens nicht. Hallo? Ich glaube, die Survivor sind ein bisschen tollpatschig. Okay, die hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt hier. Wo ist die denn jetzt hingelaufen? Oh, warte, ich höre... Ah, nee, das ist die... Entschuldigung! Dich wollte ich gar nicht. Ich hab die falsche gehört. Oh, Mann.
Ich habe die falsche gehört. Ich wollte eigentlich die andere, die ich eigentlich dachte. Also hier ist nur noch hier tollpatschiger als hier zuvor. Was ist denn hier los? Kann mir das bitte einer mal erklären? Warte mal, wie lange hing sie denn? Ach, sie hat ja Wildpferd dabei. Ich glaube, dass sie tot ist. Kann das sein? Oh nein, jetzt bleibe ich hier auch noch hängen. Oh, Gott sei Dank kann sie wenigstens noch mal hängen. Mal gucken, ob ich jetzt die Claudine treffe. Dankeschön. Das war mega bitter einfach. Oh, Leute. Was macht die hier eigentlich? Kann mir das bitte einer mal erklären? Ich glaube, trifft deine Wahl ist, glaube ich, ganz gut. Oh, Mann, ey. Die hängen ja wenigstens noch nicht. Aber was mache ich denn jetzt hier mit den Damen hier und Herren? Die sind ja komplett hier... Was soll ich mit dir machen? Ja. Ich weiß das gerade selber nicht. Ich kann sie eigentlich schlecht liegen lassen. Aber aufhängen kann ich sie auch nicht, weil sonst ist sie tot. Also das läuft hier gerade aktuell ziemlich... Aber du bist so ein bisschen eine holy shit. Wie hat das denn noch getroffen? Jetzt mal ohne Witz. Aber ich glaube, sie ist auch schon tot, ne? Also ich kann praktisch gesehen das hier machen. Ich kann mich praktisch gesehen zurück teleportieren an der Stelle. Und dementsprechend... Okay, jetzt ist immer Spaß was halber. Was ist hier eigentlich los? Könnt ihr mir das bitte mal erklären? Was ist denn das hier für eine nicht attraktive Runde von euch? So, jetzt möchte ich immer was von euch sehen. So, Spaß was halber laufe ich mal jetzt darum. Ich habe mal den Haken nicht gesehen. Mal gucken, ob sie sich noch frei wickeln kann. So. Also ehrlich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso schmeißt du eigentlich die Palette? Ich hab dir gerade das Leben geschenkt. Und du bedankst dich dafür. Jetzt macht mal wenigstens ein paar Generatoren. Das kann echt nicht wahr sein hier. Was ist hier los? Mach die Generatoren. Also... Ich kann das hier nicht mit länger angucken. Tut mir leid, was ist hier eigentlich los? Also... Oh Gott, ihr seid echt kleine Popelzchen. Guck mal, ich bin wenigstens so nett und lasst euch noch mal ein bisschen die Chance. Ich weiß gar nicht, kann sie noch einmal hängen? Ich glaube schon, ne? Die Claudette? Ich glaube, die hing nur einmal, ne? Ja, das Fenster ist aber da auch nicht mehr. Ups. Bisschen falsch reagiert. Ich weiß gerade gar nicht, ob sie noch mal hängen darf. Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt gerade selber sehr unsicher, aber ich denke schon. Ich hoffe es einfach mal. Und wenn sie jetzt gleich stirbt, dann, ja. Dann tut mir das auch richtig leid. Weil ich weiß es jetzt gerade selber nicht. Okay, da war ich jetzt auch gerade selber los, was sie jetzt gerade davor hatte. Hallo. So, ich hoffe mal, dass sie jetzt noch mal einmal hängen darf. Ich bin mir da ziemlich sicher.
Und wenn nicht, dann tut mir das aufrichtig leid. Oh Gott sei Dank, sie kann ja wenigstens noch mal hängen. So, das war's ja jetzt auch schon. Aber ich könnte am Ende eigentlich ein paar killen trotzdem. Dann kriege ich auch ein bisschen Punkte. Und da haben sie ein Schloss davor gemacht. Weil sonst hätte das hier noch nicht länger geklappt hier. Mann, jetzt hört doch mal auf, die ganzen Schlösser davor zu machen. Oh, man kann die auch kaputt machen. Na! So. So geht das. Könnte man auch noch. Einfach zum nächsten teleportieren, wenn man denkt, ach, da ist keiner. Das kann man auch. Maximal, glaube ich, dreimal. Okay, das wird jetzt schon ein bisschen interessant. Wir hatten hier die Palette geschmissen. So, ich lasse hier noch ein bisschen zappeln. Und so langsam fange ich dann alle zu töten. Dann haben wir einen fairen Deal. Die Claudette rennt einfach weg, weil sie es einfach nicht kapiert. Finde ich geil. Lass doch mal das Ding da jetzt weg. Oh, das könnte man quasi auch machen. ja. Guten Tag, hallo. Warum gehen Sie denn eigentlich in den Schrank? Ey, könntest du die Palette schmeißen? Schmeiß die Palette! Ah, sehr schön! Wer hat den Skillcheck verkackt? Wer war das? Wer war das? Ach, da hinten? Da hinten hat jemand den Skillcheck verkackt. Sie haben den Skillcheck verkackt. Das... Okay, so langsam sollte ich vielleicht doch nochmal Druck machen. Oder zumindest anfangen... ein paar zu töten, eventuell. Was war das jetzt eigentlich? Ich kann es aber nicht tun, ey. Die sind so tollpatschig. Es tut mir leid. Ich kann das jetzt schlecht sagen, aber was ist das hier eigentlich, wenn es fertig wird? Naja, ich glaube, ich muss trotzdem jemanden töten. Hilft ja alles nichts. Es hilft ja jetzt alles nicht. Es hilft ja leider nichts. Ich brauche ja zumindest schon mal irgendwas hier, ne? Als Killer braucht man leider auch ein paar Opfer. Und dann fangen wir auch schon mal an. Müssen ja nicht viele sein. Ich brauche die Obsession, ich Idiot, schon wieder. Oh nein. Ja, man merkt selber wieder, ich bin wieder los. Hallo, hallo, jetzt aber. Ich brauche die Obsession. Ich hoffe, sie lässt mich dann auch. Wer ist denn die Obsession? Es tut mir leid. Ich muss dich leider töten. Ich muss die Obsession töten. Das ist übelst blöd. Es tut mir leid. Ich hoffe, du lässt es zu. Scheiße, das ist jetzt ganz schlecht. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Bitte! Nein, nicht blockieren! Bitte. Tut mir leid. Hallo. Nicht blockieren, verdammte Scheiße. Tut mir leid. Nicht blockieren, Mann! Bitte, ich muss diese Kackmission. Ach, Mann, das ist doch so eine Scheiße hier.
Nein! Meine Mission! Och Mann! Ihr seid solche dreckigen Spasten! Ey, meine Mission! Dass ich zumindest die vielleicht mal fertig habe. Ich gammel da schon 2 Wochen lang rum. Toll. Das finde ich wieder ganz typisch oder ganz toll. Dass die da mal wieder blockiert und dann so eine Kacke. Ich wollte zumindest wenigstens meine Aufgabe fertig haben. Jetzt darf ich nochmals Killer spielen. Naja. Aber zumindest dieses Perk-Bild ist dann doch gar nicht mal so schlecht, was ich jetzt hier habe. Pop-Coast-Wiese, Barbecue und Chili, trifft deine Wahl und schlampiger Schlachter. Pop-Coast-Wiese, damit ich so ein bisschen halt die Generatoren, auch wenn es jetzt nicht gerade viel was gebracht hat, trotzdem im Auge zu behalten und irgendwie eventuell dann irgendwie aufzuhalten. Barbecue und Chili ist relativ gut, finde ich. Ich finde es richtig gut. Für die Dretsche. Trifft deine Wahl. Habe ich jetzt auch recht gut. Fand ich auch recht gut, auch wenn ich jetzt gerade nicht wirklich auf die Person draufgegangen ist, die jetzt das abbekommen hat. Und schlampiger Schlachter einfach nur darum, damit die halt nicht so schnell heilen. Und die Addons, die waren schon echt übel. Also das finde ich echt krass, dieses mit während der letzten 12 Sekunden lang von Nachteinbruch jeder Überlebende unter den Status gefährdet. Das ist übel stark, finde ich. Das finde ich richtig stark und dann das noch dazu, das wird dann richtig geil. Gut, das war dann schon mal von der Dritte. Ich mag die auch übelst gerne. Ich spiele die recht gut. Macht die recht spaßig. Und das war das so ärgerlich einfach, dass sie es blockiert hat und ich wollte zumindest nur die Herausforderung fertig machen. Es tut mir leid, dass es jetzt am Ende so gekommen ist. Aber als Killer bringt es einfach nicht so viel, wenn man mit den Survivern zieht. Ja, okay, man kann vielleicht Leute schlagen mit der Fähigkeit. Und mit der Waffe ist okay. Aber das war es dann auch schon. Und ich hatte ja jeden Survivor zweimal am Haken. Ich habe zumindest die Claudette noch bekommen. Das ist zumindest gut. Tut mir leid dafür, aber ich brauchte halt Kills. Sonst hätte ich hier mit Minus Pip gleich da gestanden, weil als Killer braucht man leider Opfer. Und ich wollte halt, wie gesagt, nur meine scheiß blöde, bekackte Herausforderung fertig machen, weil ich da die Obsession halt töten muss auf beliebige Art. Beispielsweise Mori reindrücken, oder sie verblutet, oder ich hänge sie auf. Es tut mir auch richtig leid, ich wollte es gar nicht, aber ich wollte zumindest meine Herausforderung fertig haben. Das fand ich jetzt ein bisschen ärgerlich. Da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber nein, die blockiert natürlich. Und die hat natürlich auch noch Wildpferd dabei. Wie üblich. Und ich hänge in dieser beschissenen Kackgasse da fest. Naja. Da muss ich es halt gleich nochmal eben ganz kurz mal versuchen. Hauptsache, dass ich die blöde Herausforderung zumindest als Killer schon mal fertig habe, weil ich gammel da wirklich schon seit circa einer Woche rum. Weil wirklich die Leute spielen hier so gut zusammen, dass ich nicht mal dazu komme, die Obsession zweimal am Haken zu haben. Wenn ich Pech habe. Okay, dann würde ich auch schon sagen, es war schon für diese Folge mit der Dretsche. Dann habt ihr die auch schon mal kennengelernt. Und als nächstes würde ich dann vielleicht den Zinnobit nehmen. Obwohl ich mich dann ein bisschen nochmal üben müsste, weil ich den nicht... Ich kann den nicht so gut. Also es ist nicht wirklich mein Main-Killer. Ich kann den überhaupt nicht gut. Aber ich kann es halt gerne nochmal machen. Und ich gucke dann nochmal, was gute Perks für den vielleicht sein können. Für ihn vielleicht gut sind. Dann beschäftige ich mich so ein bisschen. Dann übe ich ein bisschen mit dem, dass ich ein bisschen mehr reinkomme. Ich weiß zwar ganz genau, wie der funktioniert. Ich finde ihn an sich auch übel stark als Killer. Aber nicht gerade wirklich einfach mit den Ketten zu treffen. Das finde ich gerade ziemlich kompliziert und schwierig. Aber trotzdem kann ich das gerne nochmal machen. Ich sage ja nochmal Bescheid, wann ungefähr. Aber ich würde jetzt erstmal
als nächstes vielleicht die Singularität dann vielleicht erstmal sagen und dann vielleicht den Zenobit nehmen. Weil ich bräuchte jetzt noch ein bisschen Zeit zu üben. Oder ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass jetzt vielleicht noch diese Woche eine Folge kommt. Weil ich es aktuell gerade nicht schaffe. Ich habe jetzt heute gerade noch ganz kurz schnell Zeit gehabt, um hier was aufzunehmen. Dann würde ich das vielleicht einmal tauschen. Dann würde ich vielleicht direkt als nächstes den Zenobit nehmen. Dann beschäftige ich mich ein bisschen mit dem. Dann übe ich ein bisschen mit dem, dass ich so ein bisschen wieder verstanden habe, wie seine Fähigkeit funktioniert. Und dann gucke ich mir so ein paar Tipps an von ein paar YouTubern, die haben echt... Es gibt da bestimmt welche, die in den Comments gemeint haben, die absolut mega viel Ahnung haben. Dann hole ich mir da noch ein paar Tipps und so weiter. Und dann gucke ich, welche Perks bei dem relativ gut sind. Dann könnt ihr die entsprechend auch nehmen, wenn ihr sie wollt. Genau. Da werde ich jetzt, glaube ich, noch ein oder zwei Rundchen noch mit dem Alien spielen, denke ich. Und ja, einfach so. Just for fun. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Schade, momentan diese Woche kommt, glaube ich, kein Drank City mehr. Ich schaff's aktuell nicht. Nächste Woche könnte ich mir es eher vorstellen. Allerdings habe ich jetzt gerade aktuell keine neuen Drachen. Also da ist es gerade nicht so wirklich viel was dran. Ne, deswegen ein klein bisschen Pause ist jetzt da. Aber ab nächste Woche geht es dann wieder los, weil diese Woche schaffe ich es nicht mehr. Ich muss die ganze Wochenende arbeiten. Morgen habe ich Schule, schreibe eine Arbeit, muss gleich noch lernen. Und Freitag dann auch arbeiten. Also dementsprechend ist dann nicht viel Zeit da. Aber nächste Woche ist ein bisschen mehr Zeit da. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit für euch. Dragon City auf jeden Fall, denke ich auch. Da gucke ich gleich nochmal, ob ich irgendwie einen Drachen kriegen würde. Damit ich zumindest was am Start habe. Oh, ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.